Meine Großmutter ist für mich eine starke Persönlichkeit, eine starke Frau, ein Vorbild für mich in ihren Wesen, in ihren Handeln, in ihren Tun. Was erschreckend ist, ist, dass man das dann hört, erschrickt, aber ja, aber wenn man es dann oft genug hört, einfach für mich, ja, dann nicht mehr so erschreckend ist, weil man es ja schon so oft genug gehört hat. Es gibt schon ab und zu immer so Schreckmomente, wenn du manche Geschichten nicht gehört hast, also nicht wirklich mitbekommen hast und dann erzählt sie es dir wieder und dann, okay, so war das wirklich. Ja. Es darf sowas nicht mehr kommen. War ich schon Großmutter, dann kam Auschwitz-Lüge und eines dazu, wo man immer die Raum geschimpft hat, Zigeuner mit einem Vorwort. Und da habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein, Auschwitz-Lüge, ich habe die Nummer auf der Hand, leider ist es zu eng, aber es ist da die Nummer drinnen. Dann habe ich gesagt, die Auschwitz-Lüge muss weg, Auschwitz kann man sehen, Auschwitz kann man fühlen, man kann es riechen, aber ich stehe vor euch, ich bin da. Und ich hoffe, dass wir miteinander die ganze Sache also angehen können. Das sind 5000 Leute in das Krematorium. Die haben es vergast, verbrennt, außer die Aschen. Und der Rest ist nicht mehr reingegangen. Da haben die Nazi und ärmere Haberer im Wald eine Riesenfeier gemacht mit Öl in der Gruhe. Oder gleich im Wald und da haben sie die anderen reingehauen, also lebend. Also der Großteil sind schon verpasst. Da bin ich einmal gefetzt. Und ja. Das KZ ist eine Sache, mit denen muss meine Mutter fertig werden. Und mit denen muss ich fertig werden und ich danke Gott, dass ich sage es immer wieder und ich kann es nur immer so laut wie möglich ausschreien. Ich danke Gott dafür, dass ich keinen Krieg mitgemacht habe. Ich leide schon darunter, dass ich weiß, dass meine Mutter einen mitgemacht hat und dass unser Volk fast ausgerottet worden ist. Aber inwieweit glaubst du, dass sich das auf euch jetzt, also auf die nächsten Generationen oder so, ausgewirkt hat? Ja. Oder inwieweit, oder welche Auswirkungen? Also ich kann nur sagen dazu, dass für mich das Ganze, die Auswirkung in mir noch sehr stark spürt. Also ich habe viel Angst. Immer wieder kommt es hoch, dass ich Angst habe vor Menschen auf der Straße. Diese Angst wird, die war mal weg, aber sie wird immer wieder jetzt in den letzten 10 Jahren, kann man sagen, 15 Jahren, wächst wieder so ein Schwamm. Ein Pilz, ganz unsichtbar, und der legt sie über Österreich wie Schleimschleier oder so irgendwas. So sicher das. Und die Gemeinheit und die Brutalität nimmt immer mehr zu. Und warum glaubst du, dass das so?
Weil die Menschen einfach lieblos zueinander sind. Die Mütter ihre Kinder nicht lieben. Weil der Hass auf die anderen oder auf die anderen Menschen so groß ist. Weil dann noch, ich weiß nicht, was es ist, ich weiß nicht, aber das ist so eine böse, schleimige Masse. Die ist nicht aber so, ich stelle mir das trotzdem nicht einfach vor, also eine Mutter zu haben, die eben aus dieser Hölle rausgekommen ist. Ja, das hat man immer wieder gespürt. Das spürt man, weil sie selber auch Angst hat und auf die die Angst weiter projiziert. Sie gibt die Angst, sie hat auch Angst um die. Wenn ich wo hingegangen bin, wo tanzen, wo es ganz versteckt war oder was, die ist gleich hinter mir nach und hat alles ausgeräumt wegen mir. Also so kleine Clubs oder so, Jugendclubs, ist immer schauen gegangen, wo bewegt sich meine Tochter hin, was macht sie da? Aber auch, sie hat mich immer in die Schule gebracht und dann ist weitergefahren auf die Märkte, also sie hat viel Angst gehabt. Und hat sie dir von ihren Erlebnissen erzählt? Ja. Komischerweise immer nur mir, meinen Brüdern nicht, die hat sie verschont. Und warum glaubst du? Ich weiß nicht, wahrscheinlich, wenn ich mit ihr in der Kuchel gestanden, die Buben haben keine Kartoffeln geschält oder die Früchte gewaschen. Ich habe das gemacht und so sind wir immer ins Gespräch gekommen. Und wenn es traurig war, hat es die Gespräche, oder wenn die Zeit war, wo heißt das schnell? Wenn man auf die Toten denkt. Aller Heiligen, aller Seelen. Da hat meine Mutter immer irrsinnig viel Kerzen aus. Und als kleines Kind, ich bin dort gestanden vor die Kerzen. Für wem sind die Kerzen? Und sie hat mit jeder Kerze geredet und hat an jeden seinen Namen benannt. Und ich habe die Leute alle nicht gekannt, aber ich habe mitgedacht an die Menschen, wie die gegangen sind. Und einzelne hat es davon ausgezogen und hat mir Geschichten davon erzählt, die tragisch waren. Die sehr tragisch sind, wo man sich ganz einfach nicht vorstellen kann, dass sowas überhaupt existiert. Einmal habe ich eine Frau kennengelernt, eine sehr junge Frau, Deutsche. Da war ich mit Hallucination unterwegs in Ibiza. Und die hat da so ein Reportage dort gemacht und die sagt zu mir, was? Zigeuner? Ich habe geglaubt, die gibt es nur in Kinderbüchern. Nur wir lebenden Menschen nach dieser Zeit, 45, nur wir und die Jugend von heute, wir können das stoppen. Dass nie wieder Auschwitz erwacht. Es ist im Tiefschlaf. Es ist ein Gebäude, es ist eine Stelle, wo man hingehen kann und schauen kann. Auschwitz ist nicht die Auschwitz-Lüge, wie dann vor 10 oder 12 Jahren behauptet wurde. Auschwitz, das gibt es. Man kann hingehen, man kann es anschauen. Aber man darf es nicht erwecken, es muss eine Gedenkstätte bleiben. Und nur wir miteinander können und müssen miteinander leben. Ob es jetzt Fremde sind, die in diesen Land einreisen und ausreisen, ich denke, man ist immer dort zu Hause, wo man gerade sich befindet. Dankeschön. Miteinander. Diese schönen Kinder mit den goldblonden Zöpfen, gell? Mit ihrer gepflegten Schultaschen, damals kann ich mich erinnern, am Poppendeckel, braun, also braun überlackiert. Solche Schultaschen hat es früher gegeben. Also diese Erinnerung war für mich und bleibt für mich die schönste, aber die war nicht lange. Plötzlich wurde die Lehrerin ausgetauscht. Und dann hätte ich sollen SA-Lieder singen sollen. Und dann hätte ich müssen Heil Hitler sagen müssen. Und ich wollte immer wissen, ich war neugierig, ich wollte wissen, wer der Hitler ist. Und ich habe gesagt, ich will den Hitler, also Hitler, ich will Hitler. Wer ist Hitler? Warum soll ich Heil Hitler sagen? Wo steht der? Und dann hat sie gesagt zu mir, Sohn, jetzt gehst du in den Keller. Ja, und dann kam es ganz rasch, also Zigeuner dürfen nicht mehr in die Schule gehen und das war's dann. Das war's dann auch. Und auch die schöne Erinnerung war weg.
Mein Vater war in der Zwischenzeit, gell, ist er abgeholt worden, ja, nach Dachau. Und eines Tages kam eine Kiste nach Hause mit meinem Vater, seinen Kleider und seine Urne. Die Mama, also man konnte das damals beantragen. Mhm. Und die ist dann zugestellt worden, die Urne. Ich sehe das alles vor mir. Als das angekommen ist, war meine Mutter nicht zu Hause. Und die Kinder, wir, haben im Vaters also Sachen gesehen. Gell? Und die Mama haben wir von der Weiten gesehen, sie kommt. Und die Kinder haben nicht gewusst, also Karli, Hansi und die Mädel, die haben nicht gewusst, was das verstecken soll, dass die Mama das nicht findet. Die Angst, gell? Aber sie hat schon einen Totenschein in der Hand gehabt einmal. Und sie wusste, dass das kommt. Als sie das gesehen hat, das kann man sich, man kann sich das nicht vorstellen. Die Frau jetzt in dieser Wahnsinnsangst, draußen pfeifen die Menschen, die HJ-Lieder, die HJ läuft auf dem Berg auf und ab. Und die Mädel, und die waren ja so schlimm, diese HJ-Mädchen, gell? Mhm. Und meine arme Mutter mit 5 Kindern. Kathi war schon verhaftet auch worden. Die ist da in den Lackenbach gebracht worden. Und diesen Tag hätten wir ja sollen zur Beerdigung gehen von meinem Vater. Mhm. Und an diesem Tag sind wir abgeholt worden. Ja, endlich sind wir irgendwann angekommen. Aber als wir gesehen haben, wo wir reingestopft werden und dass wir gleich 3 Buchsen Menschen links und rechts, die rausgehoffen, die so elend also schon ausgeschaut haben, gell? Und die gefragt haben, hast du den und den gesehen, kennst du den und den, hast du meine Mutter gesehen, hast du meinen Vater gesehen, lebt noch meine Schwester, du Sidi, du bist auch da und so, nicht? Und wenn sie geantwortet hat, hat es da geheißen, weitergehen, Mund halten, Schnauze halten. Und dieser kleine Bub, der kleine Ossi. Mein Bruder ist am 13. und am 17. Mai, glaube ich, gestorben. 44. Schrecklich. Besser wäre es gewesen, sie hätten uns gleich umgebracht. Weil dann hätten wir dieses ganze Martyrium nicht mitgemacht. Aber uns brauchten sie als Arbeitstier. Die Zigeuner waren sowieso verurteilt in der Arbeit, im Steinbruch. Oder man musste die Latrinen, die beim Tag, also für die Nacht vorbereitet waren, raustragen, wieder reintragen. Das schwappelte hin und her. Das war auf die Menschen drauf und waschen durften sie sich nicht. Durch die optische Täuschung, die meine Mama, sonst wär ich nicht hier, aber meine Mama hat mir eingegeben, ich soll mich als 16-Jährige ausgeben. Und das war auch so, also war ich ein großes Mädchen, nicht? Ja. Und so habe ich auch gesagt, ich kann gut arbeiten. Ich habe alles gelernt, ich kann die Toten alleine schon herausziehen. Und habe geredet, als wären es ein Brett. Und dann war noch ein Haus, auf den sich in Ravensbrück niemand erinnern kann, weil ja die Russen darinnen gelebt haben nachher und die das wahrscheinlich so kaputt gemacht haben, dann ist es abgerissen worden möglich, aber es war ein Steinhaus dort, wo Ärzte fungiert haben, ja, ein Steinhaus, rot-weiße Ziegeln, rot und weiß, also statt wie ein Kitt, hat es so ausgeschaut, gell, statt wie ein Mörtel. Und in diesem Gebäude musste man reingehen am Stock rauf und da waren die Ärzte, die das vorgenommen haben, egal was es war. Wir hätten sollen dort sterilisiert werden. Wir haben das Gebäude gesehen, ich, meine Schwester und meine Mama.
Und wir waren drin, aber da ist der Strom ausgefallen, mhm, zu unserem Glück. Mhm. Sonst wären wir wie die Resi auch gestorben. Also auch gestorben. Mhm. Ja, das war nämlich so ein Gerät wie Lockenwickler. Früher hat es das gegeben. Ja, mit diesem Ding hat man die Frauen also eingedrängt und den Strom aufgedreht und dann hat sich alles verbrannt und die Menschen sind gestorben. Sie haben auch Kapus erwähnt in unserem letzten Gespräch, ja, die Sie bewacht haben. Können Sie mir noch genauer erzählen, welche Erfahrungen Sie da mit diesen Kapus gemacht haben? Die Kapus waren sehr schlimm. Die hätten ja das nicht machen müssen, gell? Aha. Weil sie waren ja auch Häftlinge. Sie haben richtig hingeschlagen, mhm, und sie haben richtig erzogen und haben auf knochende Menschen eingeschlagen, die nur mehr Knochen waren. Können Sie mir so eine konkrete Erinnerung an so einen Vorfall erzählen? Ja, ich kann mich erinnern, es war ein alter Mann, der ist in die Pfütze gefallen, hm, und ist immer aufgestanden, ja, und dann ist er wieder gefallen, weil die Pfütze so schleißig war, schlitzig, ja, wie Speck, ja, wie Schmalz, gell? Aha. Und immer wieder. Und er hat immer seinen Kopf genommen, weil der Kopf, er hat seinen Kopf rausgehalten. Ja. Er ist gestürzt, gell? Und wollte wieder versuchen, hochzukommen. Und dann hat er immer seinen Kopf reingesteckt, gell? Und draufgeschlagen. Und noch mit dem Knüppel draufgeschlagen. Aha. Ja. Und mir eine aufs Kreuz geschlagen. Meiner Mutter aufs Kreuz geschlagen. Meinen Brüdern. Wir sind keiner verschont worden, mhm, von ihnen. Und beim Appell zählt, schneller, schneller gehen, laufen, laufen, gleich Schritt, Marsch. Na, wieso stehst du noch? Na, wieso? Die Hände runter beim Zählen, die Hände nicht in die Schürze geben, die Hände nicht in den Sack geben, daneben geben, hab da gestehen. Und die waren schlimm. Die waren schlimmer, schlimmer, weil die SS haben ihnen den Auftrag gegeben und die SS haben da drin in der Kantine Kaffee getrunken, während diese Kapos also ihre Befehle ausgeführt haben, mhm, auf das Schlimmste, dass sie Menschen so geschlagen haben, dass sie, sind nicht gestorben, die sind krepiert. Sie haben müssen krepieren, in eigenen Kot oder in eigenem Blut ersticken, mhm, oder weil sie sie so geschlagen haben, dass sie nicht mehr zu sinnen, sind nicht mehr zu sich gekommen. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Geschwister im Konzentrationslager? Traurige, nur traurige, nur schmerzhafte, die mir heute noch in meiner Seele brennen. Ich kann es nicht wegwischen. Sie haben meinen kleinen Bruder auf seinem Kopf, Rücken und bis zu den Unterfüßen mit 75 Hiebe ein Kind geschlagen. Jemand anderer hat ein Stück Seife gestohlen, nicht, und das wurde auf meinen Bruder geschoben. Kalle bekam 75 Hiebe. Bei einem Hieb sprang das Fleisch so weit auf. Ja, mein Bruder war besät mit so dick Eiterkrusten, die waren voll mit Läuse und. Und wir waren krank von Typhus und Fleckfieber und Läusen und alles Mögliche und es war furchtbar. Yeah.
siehst du, wie welche Gefühle der Bruder sich hat. Du hast das Symbol genau gemacht. Du hast auch voll. Alles ja. Du hast die braune Farbe. Ich sag mal, mein Gott, hat das ist ja Bronze. Der hat Auschwitz von vorne gemacht. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Wow. Immer wenn ich meine Mutter angeschaut habe, habe ich es bewundert. Aber um was ich meine Mutter noch mehr bewundert habe und bis heute bewundert, ist ihr wahnsinniger Ehrgeiz, das Leben zu lieben. Was wir gar nicht mehr so haben, weil wir lieben das Leben gar nicht so. Natürlich habe ich auch ganz böse Erfahrungen gemacht, wie dass uns nachgehauen haben, Tomaten und Paradies am Schädel gehabt haben, oder Zirkeln und Steine. Die Kinder eben schlimm waren und Zigeuner ist immer geschrien worden. Aber auf das habe ich war immer stolz auf das, dass ich eine bin. Weil ich wurde zu Hause gebettet und geliebt. Bei uns ist musiziert worden, bei uns ist tanzt worden daheim. Wir haben gute Musik gehabt, wir haben immer Leid um uns gehabt, wir haben viel tanzt, wir haben viel blödelt. Da war sehr viel Liebe drinnen, wo andere Kinder das nicht gehabt haben. Daheim tanzen, musizieren und einfach lustig sein. Die haben müssen gehen schön brav zu Tisch und sich duschen und lernen. Und ich weiß auch nicht, wie sie das wirklich gemacht haben. Ich habe zum Beispiel mit 3 Jahren schon Cha-Cha-Cha tanzen können. Unsere Eltern haben mit uns gespielt. Und die Kinder, die haben alle tanzen können. Wir haben Roman. Und wenn wir tanzt, haben unsere Eltern geklatscht. Und es gibt da ein Gefühl, du bist eine Persönlichkeit. Ich weiß nicht, ob das woanders auch so ist. Wenn ich am Naschmarkt spazieren gehe, die sich die Raum, wie es dort gehen und die Leute aufhalten und die Leute wegschauen und nichts wissen wollen davon. Und ich sehe die und ich denke mir, mein Gott, so ist meine Großmutter gegangen vor dem Zweiten Weltkrieg, eine junge Frau, und geht was sagen, verstehst du, mit ihrer schönen Kleidung oder mit einem Lachen im Gesicht oder Atschüt, wie auch immer. Aber es erinnert mich an einer längst vergangenen Zeit. Die kommen aus einer längst vergangenen Zeit. Die kommen, der Ostblock hat aufgemacht und dort ist die Welt stillgestanden. Die Menschen haben dort keine Möglichkeit gehabt, sich weiterzuentwickeln. Und jetzt will ja jeder wegschauen. Aber wie lange wollen die Menschen noch wegschauen, Marika? Ja, irgendwie beurteilst du die Situation für uns? Na, tragisch. Tragisch. Die Leute schauen weg, die wollen damit nichts zu tun haben. Die wollen sogar das verbieten, das Betteln. Das ist das älteste Gewerbe. Es wird immer schlechter, statt besser wird es schlechter. Aber ja, alles wird irgendwie schlechter. Der Neid, ja, schlecht. Also es hat sich nicht sehr viel geändert. Es war so eine kurze, so ein paar Jahre, schätze ich mal, gute Zeit, aber
dann kommt, ist wieder eigentlich, so langsam kommt wieder dieses alte Schema wieder hervor. Dass man gleich ist, aber vielleicht anders ausschaut, oder dass man gleich ist, aber vielleicht eine andere Sprache spricht, aber man ist Mensch. Und ja, das vergessen die Leute. Ich weiß nur, dass ich mich schützen muss. Und je älter ich werde, umso schwieriger wird es für mich mit diesen Menschen, denn wird mir immer mehr bewusst, dass diese Rasse nicht ausstirbt. Diese Gemeinheit, aber ich kann ja nicht alle in einen Topf schmeißen. Diese Rasse, die was ganz einfach menschenvernichtend ist, diese Perversität. Aber das ist ja keine Rasse. Diese Lust, diese Rasse, das ist ja eine Rasse von Menschen. Ich weiß nicht, ich habe auch nicht gewusst, dass in Amerika so viele von denen gibt. Aber das ist keine Rasse. Das ist eine Ideologie. Aber was erwarten Sie von dieser Ideologie? Der Nicht-Zigeuner nach 45, gell? Die haben schon gesagt, na, wer weiß, was ihr angestellt habt, dass es dann wirklich reingekommen seid. Wer weiß, was ihr gemacht habt. Ihr wart arbeitsscheu und arbeitslos und. Seid herumzieher als Zirkus mit Rose und Wagen. Ja, und dann bin ich in Häuser gekommen, wo die Fähnchen, also ich bin hausieren gegangen, um mir ein Brot zu verdienen, musste aber natürlich also von Haus zu Haus gehen. Und so manche Frau hat mich reingelassen und die Fähnchen sind noch immer 1960 an der Wand gehängt. Also ich habe nichts gesagt, ich war froh, dass ich wieder rausgekommen bin bei der Tür. Aber so war es, nicht? Und man kann doch nicht von heute auf morgen andere Gesellschaft, also nach 45, sind doch nicht alle Menschen gleich anders geworden. Ich meine, die haben für Mozart und für Schiller und für Kleopatra diese Jahrhunderte, holt man schnell hervor, Nero und alles Mögliche. Aber um die Geschichte der Braunen zu beleuchten, das ist schon zu viel. Das belastet sie. Meine Mutter hat es schwerer getroffen, finde ich, weil sie ist in eine Hilfsschule, Sonderschule gekommen, hat eigentlich keine Chance gehabt, es zu beweisen, dass sie eigentlich eine gute Schülerin ist. Und sie wurde total abgestempelt. Ich habe das Glück gehabt, dass mir wurde die Schule gezahlt. Ich bin nicht gleich, okay, ich bin schwarz, und also ich bin dunkel und komme in eine Sonderschule. Ich bin in eine Privatschule gegangen, in die Steiner Schule, wo eigentlich meine Eltern geglaubt haben, es ist offen und kein Rassismus. Und ich habe eigentlich das Gegenteil gespürt, dass ich eigentlich in der Gruppe nicht akzeptiert worden bin, dass sie mich nicht angegriffen haben, dass ich dadurch Lernschwierigkeiten bekommen habe, wo ich sehr spät lesen und schreiben und generell die Schule verstanden habe. Für mich war der Beginn eigentlich, dass die Religionslehrerin uns immer so Märchen erzählt hat. Und ein Märchen war halt, dass Zigeuner Kinder stehen. Und ich war in der zweiten Klasse Volksschule, also in der zweiten Klasse für uns, und habe aufgezeigt und habe gesagt, nein, wir haben eigentlich genug Kinder, wir brauchen keine fremden Kinder. Ich habe auch nicht sagen dürfen, dass meine Großmutter Marktfahrerin ist.
obwohl für mich das ganz normal war. Und ich bin mit dem Ganzen, was meine Großmutter erlebt hat, und für mich war das normal, dass sie im Krieg war, dass sie war in Konzentrationslager, für mich war das alles so normal. Ja? Aber ich habe eigentlich gemerkt, dass es nicht normal war, weil sie mich ja anders behandelt haben. Ja, und dass dieses als achtjähriges Mädchen, die im Endeffekt in einer Welt lebt, wo alles normal war und auf einmal das gespürt hat, dass es nicht normal ist, war für mich ein sehr Schock und ich habe kämpfen müssen, bis heute eigentlich. Also wenn man meine Mutter hört, als nur die Sprache und sie nicht sieht, ja, und man hört nur die Sprache, dann glaubt man nicht, dass sie eine Zigeunerin ist. Ja? Aber wenn man sie dann sieht, diese Kleine, dann wird man so gleich abgestempelt. Man wird immer abgestempelt. Und das finde ich so traurig. Was soll sie jetzt machen? Sie ist hier geboren. Wir sind alle hier in Österreich geboren. Nur weil wir jetzt vielleicht anders ausschauen, heißt das noch lange nicht, dass wir anders sind. Und ja, das macht sie vielleicht zur Angst. Und sie hat mir nicht so wirklich unsere Muttersprache, also meine Muttersprache, gelernt. Weil sie gesagt hat, nein, wir sind in Österreich, lern Deutsch. Und hat auf die deutsche Sprache sehr geachtet, dass ich nicht in Dialekt rede, dass ich schön eine schöne Grammatik habe, ein schönes Deutsch. Und das ist halt, ja, wir haben für mich manches Mal, obwohl ich sehr modern bin, finde ich, dass wir haben uns zu sehr angepasst hier in Österreich. In mancher Hinsicht, was mir wehtut, wo einfach die Tradition nicht mehr da ist. Zum einen die Sprache. Die Sprache, ja, die Hochzeiten. Ja, bei uns gibt es keine Hochzeiten mehr. Alle sterben, aber es kommt irgendwie kein, ja. Also die Familienstruktur. Die zerfällt, total. Und das ist traurig. Wir waren vor dem Krieg so viele und jetzt, ja, wir sind, ja, da gibt es niemanden. Und das ist, ja, das finde ich sehr traurig. Ich hätte gerne erlebt, das mit dem Wohnwagen. Einfach zu sehen, wie es ist. Aber, ja. Ich bin beleidigt auf England. Denn ein hoher Priester, sein Name ist Williams. Und der hat gesagt, Auschwitz haben keine Menschen, sind keine Menschen umgekommen. Es hat keine Gaskammer gegeben. Er soll nach Auschwitz fahren und runtergehen in die Erde, in das Krematorium, soll seine Nase dort reinstecken und soll schnuppern. Es riecht heute noch nach Leichen. Das soll er machen. Ich bin dreimal vor dem Krematorium, also zweimal ganz vor dem Krematorium gestanden. Und einmal sind wir nur vom Tor rausgekommen und wir mussten wieder zurück umkehren. Und wir haben täglich gesehen, wie viele Juden und Menschen vergast werden. Und es war nicht aussortiert, die Züge sind voller Menschen angekommen, was da alles drinnen waren. Die Tag und Nacht geschrien haben, Heilige Maria, Mutter Gottes. Auf ihrer Landessprache in Ungarisch oder Polnisch oder Tschechisch oder Italienisch, Griechisch, Spanisch. Also, und dann diese Aussage, wie soll ich, die aus Auschwitz, Ravensbrück, Bergen-Belsen herausgekommen ist mit 12 Jahren, wie soll ich 2009 atmen, wenn diese hohen Herren in ihrer Kanzel so etwas predigen?
Schlusswort. Aus. Schlusswort. Aus. Aus. Schlusswort. 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 Aus. Ich habe Angst, sicher. Ich habe 3 Enkelkinder, Urenkel, habe 5 Enkel, habe noch meine Tochter, meinen Sohn, habe noch Angehörige, Harry und Charlie und viele Nichten und alles Mögliche. Und ja, und die Roms in Österreich. Ich habe Angst um diese Menschen, nicht um mich. Sonst wäre ich nicht an die Öffentlichkeit gegangen. Ich habe Angst um meine Kinder. Ja, dazu muss ich nicht mehr sagen. Es genügt. Ist gut, dass du das machst. Du bist noch in die richtige Zeit reingekommen. Was heißt das? Später geht nichts mehr? Nein, später geht nichts mehr, weil die nicht mehr, haben, mich, also, du kennst mich, ne? Du hast mich kennengelernt und kennst meine Gedanken und hast die Chance gehabt, reinzuschauen. Das hat keiner mehr, verstehst du? Außer du kannst das weitergeben. Und du kannst als Zeuge über diese Geschichte sein. Zeitzeuge. Kannst du über die Geschichte... Ich bin kein Zeitzeuge, du bist der Zeitzeuge. Ja, du kannst es durch mich sein. Weil du kannst meine Wörter wiederholen. Du kannst meine Geschichte... Zum Beispiel nimmst die Silvi mit oder die Nunna und nimmst mein Büchlein und gehst vorlesen. Mit deiner Sprache, mit der Romane-Sprache, klingt das ganz anders, als wenn es eine Geige vorliest. Verstehst du, was ich meine? Weil du den Romano-Kern in dir drinnen hast. Ich verlasse mich auf euch.
Heimkehr.